Mehr Zeit eingeplant, dass er reden kann. Es ist leider nicht mehr viel Zeit übrig. Begrüßt mit mir Dr. Daniel Langhans, Unternehmer, und er möchte euch auch gerne noch ein paar Takte sagen. Passt. Ja, hallo, liebe Klardenker, Querdenker und Überhauptdenker. Ich grüße euch alle sehr herzlich. Und es geht uns allen so, dass so viele neue Verbindungen zusammenkommen, dass wir so viele Herzen sehen, die zu anderen Herzen finden, und dass uns das alle glücklich macht. Wir danken, dass ihr da seid, denn durch euch geht hier etwas voran in diesem Land. Vielen Dank. Ein Begriff, der ist heute häufig gefallen. Schon zum Beispiel beim Professor Wolf haben wir ihn mehrmals gehört, als er sagte, dass wir diejenigen sind, die gegen die Unwahrheit kämpfen. Und dann sagte er am Ende, auf friedlichem Weg für die Wahrheit kämpfen. Und das ist doch etwas Seltsames. Schaut mal, was haben wir noch vor 6 Monaten über das Thema Wahrheit gedacht? Da hieß es, ja, jeder hat so seine Wahrheit. Ich merke, wie du nickst, Olaf. Ja, jeder hat so seine Wahrheit und irgendwie gibt es gar keine richtige Wahrheit, sondern alle haben irgendwie ihre. Jetzt entdecken wir, ihr Lieben, wir entdecken gerade, dass es die Lüge gibt. Und wo es eine Lüge gibt, da muss es auch eine Wahrheit geben. Das haben wir jetzt rausgefunden. Ist das nicht grandios? Ich habe nur noch wenige Minuten, aber das macht nichts, denn das Wichtige bringen wir jetzt rüber. Und zwar reden wir über die Würde des Menschen. Denn es gibt ja so unglaublich viele Koalitionen jetzt gerade. Und ich will sogar diejenigen, die sagen, nein, mit dem Gedanken an Gott habe ich so meine Probleme. Sogar die will ich jetzt mit einbeziehen. Warum? Denn wenn Sie an die Wahrheit glauben, wenn Sie glauben, dass Wahrheit möglich ist auf der Welt, dann ist das auch eine Art Vorstellung von Gott, auch wenn Sie es anders nennen, oder? Und ihr wisst ja alle, dass die Menschenwürde bei uns im Grundgesetz an der ersten Stelle steht, aber eigentlich noch mehr. Die Würde des Menschen, die ist dem Grundgesetz vorangestellt. Das habe ich schon vor 40 Jahren, als ich politische Bildung in der Schule hatte, da habe ich das schon gelernt, dass uns beigebracht wurde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist nicht nur ein Gesetz, das sozusagen festgelegt wird von den Vätern des Grundgesetzes, sondern es wird als vorausgesetzt angenommen. Das heißt, diejenigen, die sich das Grundgesetz haben einfallen lassen, und da können wir jetzt lang diskutieren, Gültigkeit des Grundgesetzes oder nicht, es war bisher die Ordnung, nach der wir uns gerichtet haben. Ja? Die sich das haben einfallen lassen, die haben gesagt, wir erkennen an, dass der Mensch eine Würde hat. Wir nehmen uns gar nicht in Anspruch für uns, dass wir definieren, dass der Mensch eine Würde hat. Ist das nicht spannend? Das heißt, sie haben diese Würde als empfangen vorausgesetzt. Und genau da sind wir heute angekommen, denn es wird sehr viel von Freiheit gesprochen. Ja, und ich stimme auch gerne in den Chor ein, wenn es da heißt bei den Trommlern, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Das haben wir ganz oft mitskandiert. Und doch glaube ich, es gibt noch das andere, nämlich die Würde des Menschen. Und da reden wir jetzt von Mechthild. Mechthild hatte ihren 84. Geburtstag. Den durfte sie noch feiern, und dann kam für Mechthild das Corona-Lockdown-Thema. Das war für Mechthild das Ende. Das Ende aller sozialen Kontakte. Die Begegnungen und Berührungen mit Menschen waren für Mechthild in all den Jahren im Seniorenheim eine Beglückung gewesen. Umso tiefer ist Mechthild nun in das Loch gefallen. Oder sollen wir sagen, hineingestoßen worden. Ihre letzte Lebensphase wird für Mechthild zum Warten auf den Tod. Irgendwann stellt sie mit Erschrecken an sich fest, sie will nicht mehr leben. Sie wünscht sich das Ende. Was hat das mit Menschenwürde zu tun, Frau Merkel? Herr Spahn, erklären Sie uns das bitte!
Jetzt reden wir von Sabine. Sabines Vater war hochbetagt, aber noch rüstig. Dann erlitt er einen häuslichen Unfall, brach sich 5 Rippen. Sabine hat gezögert, ihn ins Krankenhaus zu bringen, und wir wissen alle warum. Doch wegen der starken Schmerzen gab es keine andere Möglichkeit. Dann durfte Sabine und die Angehörigen ihren Vater nicht mehr besuchen, wegen der Corona-Maßnahmen. Nach 11 Tagen endlich werden sie eingelassen. Ihr Vater liegt im Sterben. Sabine war eingehüllt wie ein Astronaut. Heute zweifelt Sabine, ob ihr Vater im Sterben sie überhaupt noch erkannt hat. Wo ist die Menschenwürde, Frau Merkel? Reden wir von Paul. Paul liegt im Sterben. Das Sterben ist für einen gläubigen Menschen Hinübergang zu Gott. Was gibt es Wichtigeres für einen gläubigen Menschen? Wegen der Corona-Maßnahmen ist Paul allein gestorben, ohne geistlichen Beistand. Was ist das für die Welt, für eine Welt? Leben wir in Pestzeiten? Was sind das für Menschen, die sowas anordnen? Wo ist die Menschenwürde, Frau Merkel? Reden wir von Stefan. Stefan war Geschäftsführer eines Hotels mit 200 Betten. Stefan hat durch die Corona-Maßnahmen seine Arbeit verloren. Einer von wie viel? Hunderttausenden. Stefan hatte eine Hausfinanzierung laufen. Jetzt kann er die hohe Zins- und Tilgungslast nicht mehr bezahlen. Eine vergleichbare Arbeitsstelle ist für ihn nicht in Sicht. Vom Kunden auf Augenhöhe ist er bei der Bank zum Bittsteller geworden. Er wird sein Haus und Heim verlieren. Wo ist die Menschenwürde, Frau Merkel? Reden wir von Florian. Florian ist Vater von 2 Kindern, Ehemann einer liebenden Frau. Aus Angst vor Covid-19 ist er so spät ins Krankenhaus gegangen. Er starb an einem Herzinfarkt. Wo ist die Menschenwürde, Frau Merkel? Reden wir von Melanie. Melanies Mama hatte Krebs. Die Operation von Melanies Mama ist verschoben worden. Melanies Mama ist jetzt weg, ganz weg. Wo ist die Menschenwürde, Frau Merkel? Wir kürzen das jetzt ab. Wir kürzen das ab und hören uns jetzt ein Zitat an. Warum verhält sich das deutsche Volk angesichts dieser scheußlichsten, menschenunwürdigsten Verbrechen so apathisch? Kaum irgendjemand macht sich Gedanken darüber. Die Tatsache wird als solche hingenommen und ad acta gelegt. Zitat Ende. Wisst ihr, von wem das Zitat ist? Das ist aus dem ersten Flugblatt der Weißen Rose. Das sind unsere Zustände heute. Wie viele Minuten haben wir noch, Frau? Keine mehr. Jetzt wird uns gesagt, das kann man nicht vergleichen. Ja, das kann man nicht vergleichen. Ich gebe euch ein paar Punkte, warum man es vergleichen muss, wenn ich hier an den Zettel noch klarkomme. Und zwar ist das Erste, warum man es doch vergleichen kann mit der totalitären Diktatur. Ja, egal, ob es jetzt eine linke, eine rechte Diktatur ist. Wegen der Singularität. Bei den einen wird die Arbeiterklasse als das Thema genommen. Bei den anderen wird das Volk als das Thema genommen. Und jetzt wird ein Virus aus Millionen von Mikroben, ein Virus rausgenommen. Und das soll der Killer-Virus sein. Ja, was ist das denn? Das ist Punkt 2, die Gleichschaltung durch die Medien. Was wir erleben, es gibt ab und zu mal kleine Ausnahmen, aber in der Regel erleben wir den Einheitsbrei in den Medien, und das ist wie in einer totalitären Diktatur. Da machen wir uns nichts vor. Drittens, die Denunziation und die Aggression. Wir sprachen heute schon darüber. Also das denunziert werden von anderen, das aggressive angesprochen werden von anderen, das sind Merkmale einer totalitären Diktatur. Dann die Irrationalität, die Unwissenschaftlichkeit. Ich nehme nur ein einziges Beispiel aus Zeitgründen, nämlich das Thema Maske, Lieblingsthema. Ja? Also wer ist jetzt eigentlich der Covid-Idiot? Wer ist der Covid-Idiot? Derjenige, der um Aufklärung bemüht ist? Oder derjenige, der denkt, dass man sich vor Stechmücken im Sommer mit einem Maschendrahtzaun schützen kann? Denn das ist das Verhältnis. Unglaublich, ja? Und jetzt gehen wir noch ein letztes Thema, nämlich das Thema Berufsverbot. Wir haben einen riesen Respekt vor jenem Schulleiter, der sich den Anordnungen widersetzt hat in Neuruppin und der Widerstand geleistet hat und dafür jetzt vom Dienst suspendiert wurde. Das sind Berufsverbote wie in einer totalitären Diktatur, oder?
Ihr Lieben, letztlich geht es um die Menschenwürde. Und die Menschenwürde kommt von einem, nämlich von unserem Schöpfer. Und das ist eigentlich das, was wir zum Abschluss uns jetzt noch vergegenwärtigen. Und wer es kann, der singt einfach mit. Und zwar dieses Lied. Das geht ganz schnell. Okay. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du. Vielen lieben Dank, lieber Daniel.